Herzlich willkommen und einen schönen Freitagabend. Ich freue mich auf Andreas Witasek, Ulrike Beinpolsch, Gerold Rudle, Kaya Jana und Günther Leiner. Ihr wisst nicht, was gestern war. Gestern, am 1. März, war Tag des Schweins. Ich kann euch jetzt viel über die Entstehungsgeschichte dieses Gedenktages quasi erzählen. Über Alan Stanley, Mary Lynn Rafe, die haben das ins Leben gerufen. Und im Endeffekt geht es darum, wirklich dem Schwein ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Eines der intelligentesten Haustiere. Und ja, wir wollen also diesen Tag des Schweins heute irgendwie einfließen lassen. Auch deswegen, weil wir einen Veganer zu Gast haben, zum zweiten Mal. Letzte Woche war er schon eher... Ja. Teilzeit-Veganer. Wirklich? Außer wenn Schnitzel kommt, dann... Wenn ich zu Hause bin, Veganer, wegen meiner Freundin. Und wenn ich unterwegs bin... Ja. Gerne heute noch Würstelstandl. Was hat er gesagt? Gehen wir heute noch zum Würstelstandl. Hey du, gehen wir zum Würstelstandl. So ist das. Das wird auch Wahnsinn. Ja. Ich freue mich sehr, dass du zum zweiten Mal in diese Sendung gefunden hast. Du warst letzten Freitag schon hier. Was mich nur wundert, du hast dasselbe an wie letzte Woche. Aber dazwischen gewaschen, oder? Naja. Nein, ich als Mann kauft man ja, wenn es passt, dreimal dasselbe. Das ist du, mir geht's genauso, ja? Ja. Wenn es passt, hat es passt. Wenn es passt, das kann bei dir nicht sein. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, er hat ein hervorragendes Programm, das ist, glaube ich, auch Therapie für mich, ich muss mir das unbedingt anschauen. Ausrasten für Anfänger. Und alles, worüber Kaya Jana ausrastet, ist etwas, womit ich mich hundertprozentig identifizieren kann. Was? Identifizieren kann? Ja, ich google das auch gerade. Nein, aber was ist eigentlich so, was bringt dich im Moment oder was bringt dich in deinem Leben mit zunehmendem Alter mehr und mehr zum Ausrasten? Die Müdigkeit. Ausrasten. Jetzt lass doch ihn. Nee, ja, ich muss mich oft eher ausrasten. Andi, also, wir haben Gäste. Ja, aber die sagen eh nichts. Doch. Hast du auch, dass die Liftdrücker, die glauben, sie sind schneller, wenn sie rauf und runter drücken, dann geht die Lifttür auf. Fahren sie runter oder rauf? Ich stehe im Lift und wenn zum Beispiel die Türen schließen und jemand kommt auf mich zugerannt, weil sie noch einen Lift bekomme, sage ich, oh, und tu so, als ob ich auf den Öffnen-Knopf drücke. Ich drücke natürlich auf den Schließen-Knopf. Oh. Mein Programm. Ab 8.3. ist er unterwegs, Graz. Dann Gasometer Wien, Klagenfurt, Linz, Salzburg und wieder Gasometer Wien. Um dann die Erfahrungen in den Bundesländern aufzuarbeiten. Mit so einem bedauernden Achselzug, wenn man dann so hochfährt. So, pass auf, jetzt wollen wir unserem Gast ein bisschen entgegenkommen. Ja. Wir haben extra uns eine Frage. Wir haben uns eine Frage aus Deutschland aufgehoben. Ich nichts verstehen, Deutsch. Warum werden mancherorts in Deutschland Eiswürfel aus Hubschraubern abgeworfen? Puh. Die Frage kommt aus Deutschland. Also das muss ich jetzt eher sagen, weil ich weiß es nicht. Na, vielleicht wollen die Skifahren. Wo fahren die Ski? Weiß ich nicht, da gibt es ein Hügel, kleiner Berg. Das Eiswürfel. Ein kleiner Berg. Mhm. Und dann fliegen die runter und dann schmelzen sie und dann kommen sie gerade als Schnee an. Kleine Rodelpisten. Weißt du, es hat noch niemals Hagel geschneit. Deswegen habe ich ein Problem. Aber ist das wahr? Wann war das ungefähr? Wird das regelmäßig gemacht? Es wird regelmäßig gemacht. Regelmäßig. Es wird auch noch immer gemacht. Okay, das hat ja diese Eisbucket-Challenge gegeben. Ja. Da haben sie wahrscheinlich gesagt, die Deutschen haben immer auch ganze Ortschaft. Haben wir das runter und da sind wir. Ja. Aber du bist der erste Mensch zur Eisbucket-Challenge, der Eispaket-Challenge. Eispucket habe ich gesagt. Hast du gesagt, ich habe Eispaket verstanden. Ja, ich habe eh Eispaket gemeint. Eispucket habe ich gesagt. Uli. Vielleicht gibt es da irgendwelche Seen, ich weiß es nicht, die es im Sommer zu warm sind. Und damit sie abkühlen, werden Eiswürfel zu rein. Warm? Ja. Für was? Zum Schwimmen, zum Abkühlen. Verrecken die Fische.
Ja. Und es wird Eiswürfel in die See. Das sind diese Seen, wo die Anten immer drin schwimmen und rauskommen. Alter, das ist. Leute! Uli, das ist ganz hervorragend. Die heißen deutschen Badeseen, wo die müssen abgefüllt werden. Da braucht man nur eine Stecker holen, hast du einen Steckerlfisch. Was? Das ist, der ist gleich durch. Ah. Zack. Vielleicht haben die so Cocktailgläser und es wird genau reingeworfen. Es geht um das Gebiet des Oberrheins. So, das ist der Südwesten Deutschlands. Ja. Wegen der Trockenheit von den Trauben, von den Reben, von den Weintrauben. Ja, aber warum Eiswürfel? Oder wegen der Temperatur. Müssen die Trauben nicht zu gewissen. Die müssen geerntet werden bei einer gewissen Temperatur. Frost ist, glaube ich, das Schlimmste. Genau. Aber jetzt muss man auf Eiswürfel. Das heißt, die Trauben selber haben ja nichts davon, weil das Eis bleibt ja am Boden liegen. Da haben ja die Trauben nichts von. Nix von. Aber die Idee, Alter, im Sommer verdampfen die Eiswürfel. Es gibt einen gewissen Dampf, der an die Trauben dann doch wieder... Ja, an den Nebel. Tau. Einen Tau sozusagen. Oh, das ist sehr musikalische Ortschaft. Und da kommt der Hubschrauber und die singen alle Hubschrauber-Einsatz. Eiswürfel kommen. Kennst du das nicht, das Hubschrauber-Einsatz? Ja, wir kennen es. Hubschrauber-Einsatz. Eiswürfel kommen. Ja, mach's noch ein paar Mal. Hubschrauber. Du kennst es hier nicht, oder? Achso, der Jagdspruch. Okay. Aber es hat was mit der Traubenernte zu tun. Nein, das war natürlich jetzt die falsche Fährte. Es war die falsche Fährte. Aber das ist tatsächlich also Oberrhein, Gebiet Oberrhein, okay. Baden-Württemberg. Aber ich zeige euch die Gegend. Es ist ja nicht nur Weingegend. Das war jetzt wirklich falsche Fährte, weil wir ja wieder ein bisschen strecken müssen. So, es geht darum. Auch das sage ich ja, der See, der abgekühlt werden muss. Ich verstehe es gar nicht. Nein, okay, es ist, ich weiß, was du meinst. Uli, es ist ein FKK-Standort. Und damit die Männer nicht so erschrecken. Bitte? Nichts. Was? Ich habe vorher nach eine Pause gelassen. Ich habe es aber nicht verstanden. Aber wenn die Eiswürfel reinkommen, erschrecken sie sich doch noch mehr her. Ja, eben. Und das, sie nicht erschrecken, sondern die anderen. Ach so. Kaya, nein, mach dir keine Sorgen, auch ich verstehe sie nicht. Ah, sehr gut, danke. Aber es geht um die Fische. Weil die Fische dadurch, weil du spezielle Fische, die brauchen eine bestimmte Temperatur. Eisfische. Oder Goldfische. Fischstäbchen. Dorsch zum Beispiel. Fischstäbchen. Da werden die Fischstäbchen. Was man kann. Das ist klar. Du sparst dir einen Schritt bei den Fischstäbchen. Du kannst das gleich gefroren rausholen. Sehr geehrter Herr Jana, ich möchte mich im Namen meiner Kollegen für diese Auswüchse hier auf das Höflichste entschuldigen. Jetzt schauen das die für uns. Ja, genau. Aber keine Sorge, wir sind immer so. Also, ja. Es ist aber du kriegst deine Gage wenigstens vor der Sendung. Hast du Hunger? Nimm doch. Ist alles gut. Nimm doch. Ja, pass auf, weil du sagst, See, es ist kein See. Es geht darum, dass also neben dem Weinbau... Entschuldigung. Im Weinbau gibt es dort ganz viele. Achtung, es ist eine Hilfestellung. Ja. Das könnt ihr nämlich jetzt daraus die richtige Antwort ableiten. Es gibt nämlich Sumpf- und Feuchtbiotope, ganz viele. So, und da lauert Moskitos. Fliegen, Gelsen. Mücken. Mücken. Und die werden abgeschossen mit den Eiswürfeln. Nämlich so, hast du gesehen? Oh, wie schön. Ich hole es. Was für ein schöner Gedanke. Ich hole es dir, das ist so eine tolle Antwort. Da sitzen auch noch, hast du gesehen, was er gemacht hat? Da sitzen Schützen drin, die auch noch... Ja, die schießen sie einzeln runter. Ja, wie Tanztrophen. Ja. Ja, ehrlich. Das stimmt jetzt, ja? Nein, es stimmt. Also Eisgelsen-Challenge. Aber die denken sich, oh, es ist Winter, wir müssen uns zurückziehen. Aber vielleicht, oh ja, Moment, genau, wenn es kalt wird. Na, die erfrieren natürlich, ja klar. Es ist so, es ist eine Form der Gelsenvernichtung. Gerade in diesen Jahren, wenn die klimatischen Bedingungen ideal sind, kannst du ein wirklich furchtbares Gelsenmückenjahr haben. Und das kann dann zu einer Plage ausarten. Und da wird in den meisten Gegenden gesprüht. Ja, das ist so quasi Gelsenvernichtung. Ja? Aber das Sprühen ist nicht so effizient wie zum Beispiel Eiswürfel, weil du
das stimmt dann wiederum, besser zielen kannst. Nur ist das Mittel für die Gelsenverdichtung in den Eiswürfeln eingebaut und dann kannst du so quasi genau zielen. Und das löst sich natürlich am Boden auf, aber du hast sehr effektiv gearbeitet. Ja? Und, das kann ja nur eine deutsche Erfindung sein. Ja. Ja, gar nicht. Vernichtungswaffen. Fix lustig. Und mich haben sie immer gewarnt vor den Eiswürfeln in afrikanischen Ländern. Dabei sind die Eiswürfel in Deutschland viel gefährlicher. Ja, du gehst ja nicht in Baden-Württemberg in ein Feuchtbiotop und sagst, ich hätte gern ein Whisky on the Rock. Ah, da liegt ja eins rum. Ja. Vergesst ihr das Rest, ich hätte gerne Eis, dann sind wir sicher. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das bei dir, also dieser Wirkstoff, der also quasi bei Stechmücken wirken soll, also bei dir irgendeine Wirkung zeigen würde. Na ja, Durchfall hast du schnell einmal. Mhm. Durchfall. Aber da bist du in einem Feuchtbiotop. Also. Gerade im Ruhrgebiet. Also, ich meine, rein. Ich weiß, rein. Aber wenn rein bis nachher. Gut, ich bedanke mich bei Michael Gruber aus Graz mit einem 300-Euro Büchergutschein. Dankeschön. Lustig. Gut, was hätten wir noch? Ja, jetzt wende ich mich mal an Sie zu Hause, meine Damen und Herren, wie jede Woche an dieser Stelle. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Die Adressen sind eingeblendet für ein Ding der Woche, für einen kuriosen Fachbegriff, eine interessante Frage. Wir sind immer offen für Sie und wir besuchen Sie auch gerne mit der Kamera. Diese Woche waren wir in der Bundeshauptstadt und dieser junge Mann, der hat die nächste Frage für uns. Schönen guten Abend, ich bin der Georg aus Wien, eine größere Stadt an der Donau. Und meine Frage ist, was ist eine Kringelstrafe? Jetzt hab ich es nicht verstanden. Naja, was quatscht das? Kringelstrafe. Spritzgebäck, wenn du dein... Hallo. Hallo, ja. So, in Deutschland sagt man Spritzgebäck. Ich weiß nicht, was man... Das ist eine Süßspeise. Windbäckerei. Also Spritzgebäck? Ich glaube, bei uns sagt man Salzstangerl. Oder? Nein, Spritzgebäck kann man schon sagen. Das darf man sagen. Ich wusste doch, die Sendung wird schweinisch. Wenn du in der Bäckerei bei uns ein Spritzgebäck bestößt, was du tätschen. Spritzgebäck. Ja, vor allem, wenn du jemanden zu dir nach Hause einlädst und sagst, ich würde dir gerne mein Spritzgebäck. Oder ich habe dir mein Spritzgebäck mitgebracht. Ja, ganz schlimm. Was war die Frage? Was ist ein Spritzgebäck? Nein, die Frage ist... Nein, was? Die Frage war, was ist eine Kringelstrafe? Weil wir in einer schweinischen Sendung sind, ich entschuldige mich, weil wir vorher am FKK-Strand waren, wenn die da so gekringelt rumlaufen, dann kriegen sie eine Strafe. Du meinst ein Kringelschwänzchen, auf gut Deutsch. Ja. Genau. Ich möchte hier gleich was klarstellen, wir waren vorher nicht am FKK-Strand. Doch, wart ihr? Nein, wart wir haben drüber geredet. Wir haben drüber geredet, aber wir waren doch nicht, Uli. Stimmt. Uli, du sitzt da auf unschuldig und sagst, nur weil wir vorher am FKK-Strand waren. Also entschuldige. Also ich war am FKK-Strand, bis die Eiswürfel kamen. Danke. Ach du, Kaya, immer schauen. Angetäuscht und nicht gefangen, ne? Ja. Angedeutscht und nicht gefangen, ist gut. Angedeutscht. Also die Kringelstrafe. Ich glaube, eine Kringelstrafe, also wenn wir davon ausgehen, dass das Kringeln sozusagen im Kreis, irgendetwas mit dem Kreis zu tun hat, dann gehen wir doch mal von diesem Klischeebild auf, du hast eine Strafe, du sitzt im Gefängnis, aber du hast einen Freigang, eine halbe Stunde, und da darfst du draußen im Hof im Kreis gehen. Und wenn dann, sagen wir, ein dir unliebsamer Gast dabei ist, also was weiß ich, wenn ich jetzt dort wäre. Na, sag mal, ich kriege eine Gefängnisstrafe. Ja? Ich habe jetzt angenommen. Wir holen dich da raus. Das ist ist gut. Ihr seid einmal am FKK-Strand, aber bis jetzt. So. Ich bin also im Gefängnis. Ja, zu Recht, sagen wir zu Recht. Weil ich habe, ich habe ein Knöllchen bekommen und habe das gekringelt. Ist doch jetzt wurscht. Ist doch jetzt blutzen. Denk mit, Fantasie. Also ich bin, so, ich wende mich an euch. Sagen wir mal, angenommen, ich bin im Knast. Und jetzt lass mich reden. Danke. Ich werde ganz vor also, ich bin im Gefängnis, ja, also im Knast, ja, und ich habe dann Freigang. Ich darf eine halbe Stunde da im Kreis gehen und dann darf ich aber nicht alleine, sondern mal angenommen, wir würden einander nicht mögen und du darfst da noch aussehen. Das ist für mich eine Kringelstrafe. Jetzt kann ich da endlich kringeln und dann geht er mit. Das ist meine Kringelstrafe. Und er geht und ich schaue zu. So. Fair ist der Straf, weil wie für mich. Nein, für mich war es der Straf. Ja. Ich weiß nicht, was er meint.
Er darf endlich mal raus aus der Zelle und dann geht er alleine mit ihm. Ja, was ist da so ein Ort, bitte? Was ist da so ein Ort? Nein, nicht. Ich habe gesagt, angenommen, jetzt sei nicht wieder beleidigt, du bist so eine Mitte. Wende dich an uns. Aber wenn zum Beispiel jemand eine Strafe bekommt, und der sagt, wieso kriege ich eigentlich so viel, dann ist das eine Kriegerstrafe. Das ist gut. Wir fragen am besten den Geo Kudera aus Wien, weil der hat die richtige Antwort für uns. Wien? Die Kringelstrafe ist ein Fachbegriff aus dem Segelsport. Wenn ein Segler seinen Konkurrenten bei einer Regatta regelwidrig behindert, muss dieser zur Strafe ein oder zwei Drehungen um 360 Grad machen. Diese zeitraubende Pirouette wird Kringelstrafe genannt. Sehr gut. Ja, eigentlich logisch. Die Strafrunde beim Biathlon, na klar. So einfach ist es. Ah ja. Haben wir nicht gewusst. Ich war mit meinem Spritzgebäck aber auf dem richtigen Weg. Hast du ja, wenn man das gern hat beim Segeln, das ist man nicht. Ich zeige euch jetzt ganz kurz ein Foto. Erkennt ihr das Rateteam-Mitglied, das wir hier zeigen? Ja! Filmstart Erik und Erika, die wirklich berührende und doch eigentlich für die gesellschaftliche Entwicklung ganz wichtige Story von Erik Schinecker. Erika Schinecker. Erik Schinecker. Ja, aber vorher Erika. Erika und Erik, ja. Ja, genau. Erik und Erik. Zuerst Erika und dann Erik Schinecker. Was in den 60er Jahren also wirklich so etwas Ungewöhnliches war, daraus gehen in die Öffentlichkeit. Und das Reinhold Bilgeri hat diesen Film jetzt rausgebracht. Und du bist mit dabei als ÖSV-Sekretärin Liesl Sumata. So ist es. Jo. Die zwischen die Fronten gerät, weil sie das Interesse ihrer Arbeitgeber wahrnimmt, aber gleichzeitig natürlich ein tiefes, inniges Verständnis für den damals jungen Menschen Schinecker hat, der als Frau gestartet ist und eigentlich immer ein Mann war. Ja, ernsthafte Geschichte. Na, natürlich. Eine kommt jetzt ins Kino. Auch eine sehr wichtige Geschichte. Mhm. So, Erik und Erika. Und jetzt komme ich gleich zur nächsten Rubrik. Das muss ich auch dem Kaya erklären. Wir haben nicht nur das Ding der Woche, wir haben auch das Piktogramm der Woche. Ich habe ein... Was Piktogramm verstehst du auch nicht, was? Ein Symbol, ein Bild, das etwas ausdrücken soll. Nein. Und wir müssen jetzt erraten, was dieses Bild wohl meint. Was uns das erklären will. Ein Schüler. Was hat er gesagt? Ein Schüler. Ein lustig Schüler. Das verstehst du, oder? Der Arme. Es kommt Bildersprache. Nein, ich glaube, der kommt nie mehr wieder. Ich bin mir gar nicht sicher, ob nicht auch jetzt nur sein Astralleib hier sitzt. Wir ihn zwar sehen, aber er selbst... Aber jetzt taugt er schon da, oder? Bei uns. Gefällt er. Was hat er gesagt? Gefällt es dir hier bei uns? Mir gefällt es sehr gut. Ich bin nächste Woche wieder, auch wenn ihr das nicht wollt. Nächste Woche ist... Ja, aber da ist die Tournee ja schon vorbei. Hast du ja gar keinen Promotion-Grund. Na, umso mehr hat er auch Zeit. So, weil es Spaß macht. Yeah. Oh. Yeah, oh. Damit erweichst du ein Österreicher. Ja, habe ich gut gemacht. Könntest du noch mal die Tourdaten einbringen? Du hast mir aber nur die 100 Euro für einmal Durchsagen gegeben. Also was du nicht weißt, Oliver, er moderiert die Sendung. Ja, das Kapperl hat er ja schon. Gut, die Haare musst du nur rasieren. Dann fällt's nicht auf. Also es gibt wirklich sehr einfallsreiche, kreative Designer und wir haben schon sehr viel Spaß mit denen gehabt, weil ein Piktogramm dient ja eigentlich dazu, beim ersten Blick ganz einfach dir zu signalisieren, tu das nicht, tu jenes nicht, das ist nicht erwünscht oder tu genau das und dann kommt sowas daher. Und dann fragt man sich halt schon, das ist aber, in der Nacht darf man nicht aufs Klo. Ja, also zumindest richtig. Nicht, wenn das Klo im Wasser ist. Vor allem, wenn das Klo unter Wasser ist. Achtung. Ja. Ja. Na, oder Achtung. Wenn du groß aufs Klo gehst, bitte nicht stinken. Ja. Nein, in der Nacht kommt die Flut. Genau. Ja, in der Nacht kommt ist das die Flut Klo überflutet. Das, genau. Siehst du? Mhm, du meinst Nacht deshalb, weil hier ein Mond ist. Ja. Aber was ist das Kreuz? Was ist das Kreuz? Das Kreuz? Da ist ein Kreuz. Wo ist das Kreuz? Was ist da oben? Was ist das da hinten? Das ist ein Mandal. Ein Mann. Was ist das, ein Mann? Ja, ein kleiner Mann. Nein, das ist da kommt die ganzen Düfte aus dem Klo kommen hoch. Das ist ein Schornstein. Schornstein ist das. Oder das Klo ist in der Kirche. Ja, das ist vorne eine Kirche, hinten ein Klo. Das ist so. Oder? Ja. Also ich habe dein Kreuz gesehen, aber ja, das heißt,
Bei der Nachtmesse nicht aufs Klo gehen, bitte. Nein, es oder es ist, in der Kirche ist ein Klo und ein Beichtstuhl. Mhm. Und da bitte nicht beichten gehen. Ja. Also ich hatte, wie ich das von der Redaktion zuerst vorgelegt bekommen habe, also keine Chance. Keine Chance. Ich habe mir das wirklich 2 Stunden angeschaut. Es ist sind zwar Mittagessen gekommen und haben gesagt, du... Es ist gar kein Klo. Nein, es ist ein Beichtstuhl. Oh ja, es ist ein WC. Ja. Ein Klo. Also ein WC am Strand. Und eben am Strand ist gut. Pass auf, das Piktogramm stammt aus einer Hotelanlage in Kroatien. Naja, und das heißt, wir haben nur das Klo, das Hotel kommt erst. Nein, die haben kein Klo. Wir haben kein Klo. Ach so, wir haben kein Klo. Ah, das heißt bitte nach dem Klo gehen die Hände waschen. Nicht die Hände waschen. Aber da müssen doch irgendwo Hände. Nein, es ist nur ist keine Hände. Den kleinen Mann am Dach nicht blöd anreden, sonst fällt er runter. Nachts nicht ins Meer scheißen, das heißt das. Und da sie ein Po und das andere Exkrement nicht aufzeichnen wollten, haben sie damit gesagt, nicht ins Meer scheißen, kannst du das sagen. Ja. Das ist eigentlich ja, aber du. Nein, es ist. Du bist jetzt wirklich, du bist auf einem guten Weg, aber... aber geh wieder raus. Du bist auf einem guten Weg. Aber. Ich stelle mir nur einfach vor, wie ist das in dieser Hotelanlage, nachdem ich erfahren habe, was es wirklich bedeutet, wer wurde da beauftragt? Hat man dann irgendwo einem Freund gesagt, du malst doch gern am Sonntag. Kannst du mir ein Piktogramm machen? Einem Pfarrer? Ja, weil sonst hätte er das Kreuz nicht gemalt. Wir sind nicht mehr sicher, ob es ein Kreuz ist. Also eure Schornstein-Rauchfang-Idee ist auch nicht schlecht. Faktum ist, das Klo steht unter Wasser und dann kann man das Dach hinaufgehen. Oder es heißt nichts. Man darf, wenn das Wasser steht so hoch, in der Nacht nicht beim Dach raufgehen. Bei Tsunami flüchten sie aufs Dach. Oder geh nicht aufs Klo, weil da kannst du das Kreuz verreißen. Es ist eine Hotelanlage, da ist ein Pool. Ja. Und dann hat der Hotelmanager zu seinem Grafiker gesagt, pass mal auf, sag den Touristen bitte, dass sie nicht in den Pool kacken, pinkeln oder sonst was dürfen. Scheißen. Und da hat der Grafiker, der sehr fähig ist, wie ich gerade sehe, gesagt, alles klar, so sieht das aus. Ich mal ein Piktogramm, was bedeutet nicht in den Pool hinein. Dieser Pool ist keine Toilette. Das ist vollkommen richtig, Kaya. Schwein gehabt! Bravo! Ja, wir beide, du hast auch gesagt. Du hast es vollkommen richtig aufgelöst. Ich hätte es nicht schöner machen können. Also du hast dich wirklich qualifiziert. Du sitzt nächste Woche mit Kapperl hier. Nein, pass auf. Das ist das komplette Piktogramm mit der Schrift. No peeing in pool. Use bathroom. Das ist doch unfassbar. Ich glaube, das Problem, man kommt gar nicht dazu, in den Pool zu pinkeln, weil du hast ja schon vorher vor Lachen in die Hose gemacht. Weißt du, was sehr nett ist? Was ist sehr nett? Dass man es nur in der Nacht nicht darf. Untertags kannst du... Das hat nichts mit der Nacht zu tun. Warum der Mond drauf ist, weiß kein Mensch. In der Nacht nicht reinpinkeln. Nein, das ist das kroatische Herzerl. Bei uns ist bei allen Toiletten ist ja ein Herzerl. Und die Kroaten haben einen Mond. Das kroatische Herzerl ist ein Halbmond? Ja. Da haben die Türken bestimmt eine andere Meinung. Ja. Ich vermute, dass jeder eine andere Meinung hat. Aber ich behaupte das einfach mal. So, wunderbar. So, ich bedanke mich noch bei Jana Kupka aus Wien-Währing für dieses wunderbare Piktogramm aus Kroatien. Danke vielmals. Jana Kupka. Kein Wunder, dass er es auflöst. Ich greife noch einmal in diese Lade und habe wieder ein Ding der Woche. So. Da sind noch die Gäste von letzter Woche drin. Nein. Ein Griff ins Klo. Wir haben schon gewechselt. Letzte Woche haben wir ja die Schnecken gejagt. So, und heute wollen wir eine Topfpflanze züchten. Topfen. Na, schauen wir mal. So, also ich zeig Ihnen mal, meine Damen und Herren, wie ihr Inside, wozu dieses Ding der Woche dient. Okay? Und jetzt bin ich gespannt, was das Rateteam dazu zu melden hat. Hey, aber ich glaube, er hat seine eigene Sendung gerade. Vorsicht. Achtung, da kommt was. Ja. So, da. Hat das gequetscht? Quietscht das? Nein. Das quietscht total. Das ist ein Schwein, das verkleidet ist.
Ja, das war die Aussage, ist fick. Ja. Das ist mein Date zum Beispiel. Ja, ich glaube. Und du müsst mir erzählen, dass ihr euch nicht versteht. Nein, ja. Ich glaube, ihr habt sehr die nonverbale Ebene gefunden. Ich glaube, wir machen noch mal ein Programm miteinander. Wir haben uns halt damals eine Zelle geteilt. Insofern haben wir. Achso, ihr wart bei der Kriminalstrafe gemeinsam. Gut? Ja, ist immer mein Spaziergang mitgegangen. Also ich werde es mal seriös. Na, zerlegen, du musst es nicht zerlegen. Es wird, nein, es wird nicht zerlegt. Aber das kann man aus. Ja, natürlich kann man es, aber. Dafür ist es nicht. Es ist Plastik, das ist rosarot und Plastik, weil der normal immer da sitzt, erklärt das immer. Ich glaube, es ist pink und nicht rosarot. Ich kenne das aus dem Film 50 Shades of Grey. Es ist pink. Aus was für einem Film? 50 Shades of Grey. Was tut man da rein? 50 Shades. Ich glaube, es ist irgendwas. Was ist denn? Das ist ein Pimmelwascher. Ein Pimmel. Pimmelwascher. Fürs Spritzgebäck. Aber verstehst du, Bimmelwascher verstehst du, oder? Du machst dir das bei uns als auf. Züpfelputzer. Züpfelklatscher. Nein, es ist jetzt garstig. Na, hör auf damit, du machst das immer größer. Das ist das Schicksal seines Lebens, er muss es größer machen. Egal was ich anziehe, es wird immer größer. Beim Einfall oft kleiner. Dann. Nein, es ist irgendwas zum Putzen. Man tut irgendwas, ein Zahnbürstel zum Beispiel, eine Zahnbürste. Tut man eine und dann tut man das so putzen. Ich weiß nicht warum. Was? Die Zahnbürste putzt dir die Zähne. Langsam bitte nicht alle auf einmal, das Günther zuerst. Zahnbürste bürstet dir die Zähne. Und als Gegengeschenk zur Zahnbürste sagst du, schau, jetzt du putzt mir die Zähne, jetzt putze ich dir mal. Ja? Und dann putzt du die jetzt, du Zahnbürste. Du redest ernsthaft mit deiner Zahnbürste? Ja, wie elektrische Zahnbürsten. Da kann man leicht. Da kann man leichter reden mit der elektrischen. Sie sind auch schon Jahre zusammen. Aber das ist doch eine never-ending Story, Günther. Wieso? Naja, weil dann brauchst du natürlich irgendwann einmal was diesen Zahnbürstenputzer putzt. Weil Stimmt. du putzt mir seit Jahren meine Zahnbürste. Stimmt. Dann brauchst du aber irgendwas, was diesen Zahnbürstenputzer putzt. Ja, dann halt jetzt einen Geschirrspüler, sag ich so, und jetzt da putzt dich. Geht natürlich auch. Nein, aber wiederschön. Aber, Günther. Okay, schauen wir mal, was der Kaya dazu sagt. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Nein, es ist eh leicht. 50. Weißt du, kennst du die Lösung schon? Für Zahnpistel, sagt Zahn. Du meinst, wenn du es oft genug wiederholst, genau, wird's richtig. Wird es nicht richtiger. Also es fühlt sich schon mal nicht schlecht an, muss ich sagen. Ja. Kannst du kurz deine Schweine wegtun? Also, ich meine, dass man es besser sieht in der Kamera. Also, irgendwas wird da reingesteckt, das ist klar. Ja. Du musst die Sachen wegtun. Das hat er gesagt. Also. Ja, ich habe das auch nicht verstanden. Irgendwas wird da reingesteckt. Ich weiß nicht wirklich, ob man es sehen will. Also und gedreht. Oh ja, das willst du sehen. Wir werden es dann auflösen. Ich denke jetzt nicht an Körperteile, sondern ich denke vielleicht ans Auto. Da wird ein Körperteil reingesteckt. Ein kleines Auto? Doch, hast du es gesagt? Ich habe doch gesagt, ein Körperteil wird reingesteckt. Ah doch, ein Körperteil hast du halt gesagt. Kann man noch zurückspulen? Das ist was für die Küche. Also wird ein Körperteil reingesteckt? Da wird ein Körperteil reingesteckt. Also ich möchte das jetzt mal demonstrieren. Tu mal so, als wäre das ein Körperteil. Tu dir keinen Zwang an. Es ist eine Art Massage. Irgendwas wird massiert. Und wenn es ein Körperteil ist, es kann doch nicht sein. Probier's aus. Du würdest... Nein, das würden wir nicht. Du hast nicht ausprobiert. Nein, ich habe nie haben. Nein, komm, ich sieh's nicht. Du siehst. Du bist schlank gewesen. Es ist zu klein für mich, sorry. Ihr habt damit angefangen. Peter. Ihr habt damit angefangen. Aber mir ist es groß, leider. Gut.
Es wird ein Körperteil reingesteckt. Na. Mehr kann ich euch jetzt nicht sagen, weil sonst ist die Runde gleich vorbei. Wir wollen ja noch wissen, was Gerold Rudle zu diesem Thema zu sagen hat. Also ich habe schon die Sache ziemlich weit nach vorne gebracht. Jetzt muss ich sie auch zu Ende bringen. Entschuldige. Kollege, du hättest gern, dass ich ein Happy Ending habe, oder was? Ist das nicht die Finalnummer? Dann wünschst du es. Ja, 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 oh ja, oh ja. Ich hab's ja, schon mal vorangebracht. Machst du selber fertig, du. Machst du jetzt selber mit Happy End. Also man muss aber noch dann schon waschen, oder? Drum kann man es auch auseinandernehmen. Naja, klar kannst du es waschen, aber im Prinzip ist es ja zum Säubern. Wann wird die Sendung ausgestrahlt? Um wie viel Uhr? Mittlerweile. Nach Mitternacht. Wir sind schon weit nach Mitternacht. 3 Uhr früh. Ich glaube gar nicht. Es ist die einzige Sendung, die nie ausgestrahlt ist. Wir sind ein österreichisches Sozialprojekt. Seit 14 ja. Jahren setzen Sie einfach 5 Irre und noch einen Verrückteren in ein Fernsehstudio, laden ein paar Freunde ein und geben uns das Gefühl, dass wir komisch sind. Jetzt weiß ich, warum ich eingeladen wurde. Machen wir es einmal analytisch. Also es wird ein Körper. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Nein, bitte. Nein, machen wir es analytisch. So schwer ist es ja nicht. Du hast zuerst gesagt, nicht rausnehmen, dafür ist es nicht gedacht. Also benutzt man es so, man nimmt es erst raus, um es nachher zu reinigen. Ja. Ja, und du hast gesagt, es kommt ein Körperteil rein. Mhm. Ich gehe mal ganz sicher davon aus, man hängt hier nicht sein Pimmel rein. Aber du könntest es trotzdem machen. Sonst wäre es ja schade. Es ist rosa und du fängst nichts an damit. Also aber das wäre ja für die Fisch. Nein, aber das hat die Farbe... Für die Fisch? Hast du gesagt für die Fisch? Für die Fisch. Nein, aber die Uli könnte es nicht verwenden und wird es nicht verwenden, wenn ich so... Aber du? Ich könnte es nicht verwenden. Ich glaube nicht. Ja, aber dann ist es. Also wenn ich jetzt so weitergehe... Der Wintersee könnt ihr auch verwenden. Ist das für die dritten Zähne? Aber ist für, kannst du sie auch verwenden? Na. Nein, glaube ich nicht. Na? Okay, dann ist doch nein. Dafür. Kann sie nicht verwenden. Dann ist eindeutig fürs Gemächt. Nein, nicht abbekommen wahrscheinlich. Ja. Ja. Mit Hinsicht, klar, zu kurz. Und ihn kenne ich zu wenig. Was ist der Unterschied? Mich kennst den du so gut, dass du weißt, dass ich da nichts reinhängen würde? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Vielleicht. Den Wintersee kennst du so gut. Ich meine, Moment mal. Wir müssen, Moment einmal. Ja, ja, jetzt mach's analytisch, komm. Na, analytisch. Noch hast du nur gesagt, ja. Es wird so verwendet und ja. Es ist für ein Körperteil. Ja. Nicht nur wir Menschen haben Körperteile. Es ist für eine Hundepfote. Das was? Eine Hundepfote, oder? Zum Waschen. Es ist ein Hundepfotenreiniger, genau so ist es. Auch ein Hund hat Körperteile. Jetzt bin ich. Und der Andi hat einen Hund? Und da Gerold hat einen Hund. Ja, okay. Und du hast keinen Hund. Du hast auch keinen Hund. Und bei dir weiß ich es nicht. Kannst du. Wenn du einen hast, hast du ihn sicher in deinem Aquarium ertränkt. Das ist, bezieht sich auf die letzte Sendung. Da müsst ihr euch letzte Woche. Mein Hund würde sich weigern. Da. Ich glaube, sie machen es nicht freiwillig. Ich zeig's euch. Nein, die machen, die lieben das, glaube ich. Wirklich? Gib Pfote. Gib Pfote. Before, after. Gibt's auch vorher, nachher. Und es gibt's auch in grün. Ist aber super, finde ich. Na, total. Ein Hundepfotenreiniger. Meiner würde es in grün nehmen, glaube ich. Ja. Ist der auch farbenblind, so wie du? Nein, aber er ist ein ziemlicher Macho. Gut, ich bedanke mich. Bei Helga Prinz aus Eichgraben mit einem 300-Euro Büchergutschein für das Ding der Woche. Dankeschön. Was gibt es Neues von Eva Marold? War auch letzte Woche bei uns im Rateteam. Diese Woche... haben wir sie aber mit der Kamera besucht oder besser gesagt ihren Kollegen, den Fifi Bissecker. Die haben nämlich Premiere gehabt mit ihrem aktuellen Programm, endlich. Und den Fifi haben wir gebeten, komm, bitte, Promi-Frage.
Hallo liebes Rateteam, schön, dass ich wieder mal mit von der Partie bin. Ich liebe es, mit der Eva auf der Bühne zu stehen. Nur mir doch manchmal das Problem, dadurch, dass ich die letzten Jahre solistisch unterwegs war und allein auf der Bühne war, dass ich doch, weil ich relativ breit gebaut bin, die Eva, ja, man möchte es nicht für möglich halten, aber dass ich sie abdecke. Ja, viele Kollegen kennen das Problem, nicht weil es bratzern, sondern weil es platzern. Und da kann schon passieren, dass dann im Publikum Unruhe ist und ein Alarm sozusagen geschlagen wird. Und meine Frage an euch lautet, was versteht man unter dem Begriff Abdeckalarm? Mhm. Und bitte. Das kommt aus der Pferdezucht. Abdeckalarm. Ja. Weil Pferde decken sich ja gegenseitig. Aber decken sie sich auch ab? Aber er Abdecker ist der, der das Tier schlachtet. Ein Abdecker. Was? Ja, aber deswegen habe ich, also wollte ich gerade mit dem, also können wir das abhaken? Decken und abdecken sind zwei verschiedene Sachen. Nicht in Deutschland. Vielleicht ist es ja in der Früh, wenn die Kinder nicht aufstehen wollen, sagt die Mutter, hopp, hopp, jetzt gibt's Abdeckalarm. Mhm. Aber das ist nur in Deutschland. Aber wenn ich zu meinem Kind sage, Abdeckalarm, habe ich vom Kind. Ja, okay. Aber schau, es muss. Ich helfe euch jetzt. Ja. Es ist ein Alarm, ja? Ein Wecker. Okay. Und wo? Alarm, super, danke. Naja. Kann ja auch ein Alarm. So. Was könnte einen Alarm auslösen, wenn etwas abgedeckt ist? Bei der Sauna. Bei der Sauna. Wenn der Sauna Ofen abgedeckt ist. Wenn ein Handtuch etwas auf den Steinen brennt, liegt. Bist du die Uli? Ja. Boah. Was ist? Nein, eher nicht. So, Uli, also das Problem ist, wenn du einen Saunaofen abdeckst, dann hast du ganz normalen Abdeckalarm. Es raucht, es brennt. Aha. Also würde ich sagen, mal. Aber zum Beispiel, wenn es in einem Hotel ist und jemand legt ein Handtuch drüber und geht dann raus. Ja. Und damit dann die Rezeption einen Alarm bekommt, oben gibt es einen Abdeckalarm. Okay. Wir sind immer noch... Bist du die Olle? Ja. Ich dachte, sie wäre fertig. Mein zweiter Name ist übrigens Uli. Uli Hoeneß. Aber Uli, bist du fertig? Ich bin fertig, dann würde ich es jetzt weitergeben, zum Beispiel an den Kaya. Sehr gerne. Kaya oder Kaya? Uli. Wurscht, Hauptsache die Buchstaben rein vorgestellt. was wollte ich sagen? Jetzt habe ich alles vergessen. Ach so, wir sind immer noch. Wir sind immer noch in der Sauna und Abdeckalarm ist nicht der Ofen, sondern die Lenden. Also, wenn zum Beispiel es gibt FKK-Sauna und es gibt Sauna, wo man sich abdecken muss. Und zwar mit dem Handtuch. Und wenn da einer das nicht macht, dann gibt es einen Abdeckalarm. Wie war es denn der Tony Genning-Zauner? Du würdest mir eigentlich jetzt was rüberschmeißen für meine Originalität, aber. Ja, aber es ist nicht. Oh ja, du kannst doch drei Schweinchen habe ich. Ja, aber für das kriegt ihr jetzt nichts, oder? Oh ja, weil das ist, wir müssen ja unsere Gäste hegen und pflegen, damit sie wiederkommen. Es darf der Rauchfang nicht abgedeckt sein. Nicht? Zum Beispiel. Nach Schornstein. Ja, aber das merkst du auch in der Wohnung, wenn der abgedeckt ist. Das Dach zum Beispiel. Darf nicht abgedeckt werden. Ja, und wenn du in das deiner... Das Cabrio. Das darf nicht abgedeckt werden. Vor allem, wenn es regnet, dann gibt es einen Abdeckalarm. Genau. Dach muss das abgedeckt werden. Das Baby darf nicht abgedeckt werden. Das Baby darf nicht abgedeckt werden. Ja, wenn es sonst kalt wird. Und wenn das die Decke weggibt, geht... Na, beim Kellomat. Bist du der Witterseck? Die Sendung geht dem Ende zu. Es ist großartig. Aber wir fragen jetzt den Fifi Pissecker und der erklärt euch, was ein Abdeckalarm ist. Du Fifi Pissecker? Tja, liebes Rateteam, der Abdeckalarm ist ein Feature bei modernen Überwachungskameras. Ja, wenn sich jemand an der Kamera zu schaffen macht, wird eben dieser Alarm ausgelöst. Wäre das zum Beispiel so eine Kamera und würde ich dann das machen, dann macht die Kamera wii, 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 wii und danke. Dankeschön, Fifi Pissecker. Ganz großartig ausgelöst.
Ihr wart ein hervorragendes Rateteam, war eine richtig schöne Sendung. Danke vielmals. Viel Erfolg für die Österreich-Tournee, Kaya Yamaha. Danke ans Publikum und an Sie zu Hause. Ich freue mich auf ein Wiedersehen nächsten Freitag bei Was gibt es Neues? Schönes Wochenende.